So, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Town of Light mit eurem Theo da. Wir haben hier irgendwas Komisches gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe euch letztes Mal zappeln lassen und gesagt, wenn ihr weiter gucken wollt, drückt mal den Knopf. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir drücken jetzt den Knopf. Okay. Es macht Lärm. Warum auch immer. Es macht Lärm, ich weiß aber nicht warum. Oder ist das Heißwasserzubereitung oder sowas? Haben wir jetzt heißes Wasser? Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut war. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen das Wasser in den Waschräumen aufdrehen und das warme Wasser anstellen. Die ganze Anlage war in der Nähe der Küche. Ja, habe ich doch gemacht. Habe ich doch gemacht, Freunde der Nacht. Das ist das doch bestimmt hier. Ja, wie doch immer, da ist doch bestimmt warm Wasser hier. Was ist denn los? Verstehe ich nicht. Also das Ding haben wir aktiviert hier. Okay. Aber warum muss ich denn jetzt warm Wasser andrehen? Verstehe ich auch nicht so ganz. Ah, er lädt etwas. Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihrem Duschraum. Kapitel 7, ey. Kapitel... Die fliegen ja hier nur so. Jetzt ist hier auf, okay. Na gut, dann gehen wir mal gucken, was unter der Dusche geht hier, Freunde der Nacht. Dann gehen wir mal gucken. Wer macht denn so enge Türen, ey? Fahrrad. Ist aber nicht schön hier. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Jetzt sind wir wieder hier, hä? Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihr im Duschraum. Duschraum, wo ist denn der? Keine Ahnung. Wo ist denn der Duschraum? Aufnahmen, Warteraum, Besuchertoiletten, Abteilung, ruhige Geisteskranke, Speisesaal, Toiletten, Schwesternzimmer. Der ist doch bestimmt da unten, oder nicht? Hat er jetzt bestimmt Blödsinn gemacht. Muss doch bestimmt da unten bleiben. Aber warum ist das Ding dann jetzt hier aufgegangen? Das verstehe ich ja jetzt gar nicht irgendwie. Also hier ist nichts. Hier ist nur Toilette. Hier war ich noch gar nicht drin, oder? Doch, hier war ich auch schon drin. Also er hat zwei Türen, okay. Was ist das für ein Labyrinth hier? Nicht gebaut, ey. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Waschräume der Abteilung. Achso. Waschräume der Abteilung. Okay. Ja, nee, da müssen wir doch hoch. Da müssen wir doch hoch. Etwas verwirrt, ey. Entschuldigt die Verwirrung, aber jetzt haben wir es gleich, denke ich mal. Hoffe ich mal.
Ich verstehe nicht. Oder sind die ganz oben, die Waschräume? Toiletten, Toiletten, Schwesternzimmer. Ich guck noch mal, ob wir hier hoch können, ob da oben Waschräume sind. Ich glaube es fast nicht. Müssen wir echt noch mal alles durchgehen. Untersuchungsräume, Operationssaal, Röntgenraum, Abteilung, halbruhige Geisteskranke, Untersuchungsräume, bettlägerige Geisteskranke, augenärztliche Abteilung, Wäscherei, Verwahrungsraum. Nee, nicht wirklich, ey. Irgendwie finde ich die Waschräume nicht. Wir gehen mal da lang gucken. Da war doch irgendwo so ein Raum. Tschü, 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 tschü. Jetzt müssen wir alles einmal durchgucken hier. Hier war doch dieser Raum, ne? Wo ich irgendwie... nein, ich glaube... War ich hier noch nicht? Was ist das denn, ey? Haben wir hier noch gar nicht? Hier waren wir noch gar nicht. Na gut. Ist das der andere Flügel oder was, in dem ich jetzt hier bin? Ich bin falsch rum runtergegangen. Ich dachte, ich gehe in die andere Richtung. Ist auch nichts wirklich Spannendes. Da sind Waschräume. Würde ich jetzt mal so vermuten. Das sieht nach Waschräumen aus. Ach, hier war doch... Doch, hier war doch der Typ. Alles ist fertig. Jetzt ziehen wir uns aus und hängen unsere Sachen auf die Kleiderhaken. Ja, mach das mal. Schick. Schicke Kleiderhaken. Liste weibliche Verhaltensstörungen, deren Behandlung besondere Strenge und Härte verlangt. Onanie, Masturbation, Homoerotik, Homosexualität, Rabenmütter, Mütter, die keinen Mutterinstinkt entwickeln, Verweigerung ehelicher Pflichten und Ehebruch. Alter Schwede. Ja, gab's hier aber echt Zucht und Ordnung, wa? Achso, hier kann man rumgehen. Boah, von wo bin ich denn gekommen, ey? Von da, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. Kein Hilfeding. Alter, was ist denn los? Muss ja noch irgendwo was sein. Also, die Duschen sind da, aber... Keine Ahnung. Ach, da waren wir schon überall, ne? Mach mal die Lampe aus, ey. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch hier.
Wir stehen gerade ein wenig auf dem Schlauch. Nix. Hier wollen wir aber auch noch nicht, oder? Warum kann ich hier kein Licht anmachen? Wollte ich es immer mit aufmachen? Ja, nix, wa? Nix drin. Nickesse drin. Gar nickesse. Zu. Da kam ich her. Hier war dieser Projektor. Okay. Überhaupt schon mal drin? Nee, ne? Der Raum sagt mir, glaube ich, noch nichts. Wir müssen alles abgehen. Ich kriege auch keine Hilfe hier mehr. Jetzt gerade. Toiletten. Wir kommen wieder in den Garten raus. Nein, auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Hier geht auch nichts an. Echt komisch. Echt komisch. Hier irgendwo raus. Irgendwie starten keine Events mehr. Okay, dann müssen wir hoch. Wahrscheinlich, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir vielleicht hoch. Und guck nochmal, ob die Tür jetzt auf ist. Kann ich wieder raus? Dann gehen wir jetzt mal zum Keller, den ich da noch gesehen hatte. Gucken, was da noch war. Da kam ich doch auch irgendwo lang, ne? Wo war denn die Tür da? Gucken wir mal, ob er mir da noch irgendwas gibt.
Lichter machen? Da. Geht nie wirklich, ne? Mit dem Licht. Boah. Alter Schwede, ey. Könnt ihr doch nicht einfach so eine Trophäe aufploppen lassen, ey. Nicht so eine Erzattacke. Aber hier ist nichts. Weiß ich auch nicht. Dann bleibt ihr nur noch oben, oder? Eigentlich. Eigentlich bleibt er nur noch oben. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich verstehe aber auch echt nicht, warum ich hier keinen Tipp mehr kriege, weil ich als nächstes machen muss. Nicht, dass wir hier, nicht, dass das Spiel buggy ist oder was. Und ich latsche mir jetzt hier einen Wolf, ey. Hier waren wir schon. Hier waren wir da auch schon überall. Nutzt ja nichts, ne? Nutzt ja nichts. Hatten wir schon, ne? Hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Hatten wir schon die Nachricht. Hier ist unsere Puppi. Da ist auch nichts mehr mit los sonst. Vielleicht können wir da jetzt rein oder das war vielleicht vorher noch nicht offen. Ne, da ist auch noch zu. Da waren die Büros. Da geht es wieder runter. Was ist denn hier los? Hier waren wir hier auch schon. Elektroschocks. Also hier waren wir noch nicht, hätte ich mich glaube ich daran erinnern können. Nervenheilanstand, Verlegungsakte, Fanti Clemente, Vaterschaft Luigi, verstorben, 37 Jahre. Ja, es ist ja alles schön und gut, ne? Aber was soll das? Da ist eine Durchreiche. Da kam ich nie durch, ne? Ist die Tür da jetzt vielleicht auf? Auch nicht. Gerade so ein bisschen. Weiß ich gerade nicht, wie es weitergehen soll hier, ehrlich gesagt. Keinen blassen Schimmer. Durchgekommen oder nicht? Keine Ahnung.
denke mal, wir müssen irgendwas hier starten durch irgendeine Aktion. Aber ich kann mir gerade nicht erklären, was sie von mir wollen, ehrlich gesagt. Ich verstehe es gerade nicht. Wäscherei? Küche? Was ist das? Emulator? So, und jetzt? Was haben wir jetzt? So, Freunde, wir gehen an der Stelle mal raus. Ich hoffe, ich habe jetzt hier irgendwas bewirkt. Ich weiß es nicht. Wir werden weitersehen. Wir schauen gleich mal rein. Ja, lasst ein Abo da, falls es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Und lasst einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge The Town of Light wieder. Ja, bis dahin, alles Gute, euer Theodor.